Hallihallo und willkommen zu einer neuen Serienreview. Diesmal mit der neuesten Serie Disenchantment von den gleichen Machern wie von Simpsons und Futurama. Und von diesen drei Serien finde ich die Simpsons am besten. Das nur so vorne herab. Und Disenchantment gibt es ja bis jetzt nur eine Staffel. Die läuft auch auf Netflix und so. Da hauen sie ja immer eine Staffel da raus eben. Und da geht es halt um ein, also wir sind halt, befinden uns halt im Mittelalter praktisch. Das heißt praktisch, wir haben nur eine Serie in der Vergangenheit, eine in der Gegenwart und mit Futurama natürlich dann eine in der Zukunft. Was natürlich sehr, sehr gut ist, haben wir von allem was, ne? Aber in Disenchantment geht es dann um ein junges Mädchen halt, das erstens mit einem kleinen, sagen wir mal, Elf zu tun hat, der ein bisschen aussieht wie Bart Simpsons. Das kann niemand, das ist sowas von davon angelehnt. Und auch noch ein Dämon zu tun, der von den meisten als Katze bezeichnet wird. Und sie hat halt Probleme mit ihrem Vater halt, na, der ihr oftmals irgendwas nicht erlaubt. Sie ist auch eine starke Trinkerin und versucht dann halt irgendwie gegen ihren Vater stark zu rebellieren, wo der Vater jetzt auch noch eine neue Frau hat, da die Mutter leider verstorben ist und dann auch noch einen neuen Sohn hat und so weiter. Und da durch diese ganzen Familienverhältnisse wird sie halt die ganze Zeit praktisch weggedrängt und fühlt sich halt alleine. Und das sind halt so alles so praktisch Frust trinken und erlebt dann mit ihren Freunden ein paar Abenteuer. Und ja, da gibt es so ein paar Höhen und Tiefen in der Serie. Aber bis jetzt hat es mich noch nicht so richtig gecatcht. Also es ist so nett, wenn man diese Welt von den Simpsons und so weiter generell mag. Obwohl es in meinen Augen trotzdem bis jetzt noch hinter sowas wie Simpsons und Futurama hinterherhängt. Aber da gibt es ja auch noch viel mehr Staffeln. Das kann man jetzt noch gar nicht so stark vergleichen. Aber ich meine jetzt so von den Figuren her. Also bis jetzt haben die Figuren mich noch nicht wirklich interessiert oder gepackt halt. Sie sind einfach nur vorhanden und man guckt sich es einfach an. Und wenn das sich jetzt nicht in der nächsten Staffel besser wird, habe ich die Sorge, dass es am Ende nur als so eine Serie abgeht, die man sich einmal, keine Ahnung, um 18 Uhr im Fernsehen mal eine Folge anguckt und dann war es das schon. Da muss noch mehr kommen, als was da jetzt gekommen ist. Es hatte seine Höhen und Tiefen, wie schon gesagt, aber leider noch nichts, was mich jetzt so überzeugt, das jetzt wirklich mehrere Staffeln lang durchzuziehen. Da muss jetzt noch in den weiteren Staffeln noch was Besseres und mehr kommen, damit man da wirklich überzeugt ist. Ja, mehr habe ich leider zu dieser Serie nicht zu sagen. Von mir bekommt die erste Staffel dadurch auch so nur so eine schwache 7 von 10, sagen wir mal, wenn man gütig ist, sagen wir mal so. Mehr ist da wirklich echt nicht drin. Manche würden die wahrscheinlich auch noch schlechter bewerten. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will. Wenn ihr die Serie denn schon gesehen habt, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr denn von der haltet und welche von den drei Serien, sprich Disenchantment, Simpsons und Futurama, findet ihr denn am besten? Wie schon gesagt, meine ist die Simpsons. Aber ja, da hat ja jeder seine eigene Meinung. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.